Bislang hat offiziell keiner der beiden Kandidaten, weder Trump noch sein Herausforderer Biden, die notwendige Mehrheit der Wahlmänner hinter sich. Entscheidend ist der Ausgang in den sogenannten Swing States, also den Bundesstaaten, die mal an die Demokraten gehen, mal an die Republikaner. Und dabei werden wohl auch die Briefwahlstimmen eine entscheidende Rolle spielen. Einer der Gründe, weshalb sich Herausforderer Biden weiter optimistisch gibt. Und in Joe Bidens Heimatstadt Wilmington im Bundesstaat Delaware ist ARD-Korrespondent Jan-Philipp Burkhardt. Es ist bei Ihnen jetzt der Morgen nach der Wahl. Wie nehmen Sie ganz allgemein die Stimmung wahr? Also die Menschen, mit denen wir hier heute Morgen sprechen konnten, die waren sehr müde. Und zwar nicht nur, weil sie lange in der Nacht die Wahlberichterstattung verfolgt haben. Die waren müde insgesamt von diesem Wahlkampf, der ja sehr zäh und vor allen Dingen aggressiv war, von beiden Seiten sehr hart ausgetragen wurde. Und da war eine große Erschöpfung zu spüren. Eine Frau sagte mir, durch die Wahlnacht habe sie inzwischen Bauchschmerzen, weil das so ein emotionales Auf und Ab war. Die Wahlnacht selbst haben wir auf der Veranstaltung von Joe Biden verbracht. Das war Corona-bedingt keine große Sause, sondern nur eine kleine Parkplatzparty, wo gerade mal 600 Anhänger in ihren Autos vorfahren durften. Und auch da herrschte natürlich große Ernüchterung. Vorher war zwar niemand Siegesgewicht und viele hatten mit einem knappen Rennen gerechnet, aber dass das Ganze jetzt eventuell in ein juristisches Tauziehen münden könnte, damit hatten wohl die wenigsten gerechnet und dementsprechend groß ist jetzt die Enttäuschung. Jetzt sind es ja vor allem die Briefwahlstimmen, die noch ausgezählt werden. Wie groß können da die Schwankungen eigentlich noch sein? Also gemeinhin geht man ja davon aus, dass es eher die Demokraten waren, die per Briefwahl abgestimmt haben. Die wollten zum einen die langen Schlangen vor den Wahllokalen vermeiden und das Corona-Ansteckungsrisiko vermeiden. Und Donald Trump hatte seine Wähler ja ausdrücklich aufgerufen, auch am Wahltag selbst an die Urnen zu gehen. Insofern könnte das einen Vorteil für die Demokraten bedeuten. Und das ist wohl auch der Grund, warum Präsident Trump eben sehr darauf drängt, die Auszählung der Briefwahlstimmen zu stoppen. Ja, wie sind denn die Reaktionen darauf, dass Trump sich zum Sieger erklärt hat und die eben die weiteren Auszählungen stoppen lassen will? Also in der Wahlkampfzentrale von Joe Biden hier in Wilmington, da herrscht wirklich blankes Entsetzen. Die Wahlkampfmanagerin von Joe Biden hat gesagt, das sei ungeheuerlich, was der Präsident da geäußert hat, beispiellos und inkorrekt. Noch nie in der Geschichte der USA habe ein Präsident versucht, den Amerikanern ihre Stimmen zu nehmen. Und das ganze Team von Joe Biden hat auch schon erbitterten juristischen Widerstand angekündigt und gesagt, dass ganze Mannschaften von Anwälten schon bereitstünden, um in den umstrittenen Bundesstaaten möglicherweise zum Einsatz zu kommen. Ja, in diesem Zusammenhang macht zumindest bei uns in Deutschland schon das Wort von einer möglichen Verfassungskrise die Runde. Wird das in den USA ähnlich gesehen? Und was würde eine solche Verfassungskrise eigentlich konkret bedeuten? Also hier kursiert eher das Wort von einer politischen Krise. Und die Sorge ist einfach groß, dass jetzt das Tauziehen um diese Wahl vielleicht sogar wochenlang das Land lähmen könnte und vor allen Dingen auch, dass die politischen Lager sich am Ende noch viel verfeindeter gegenüberstehen. Und das Ganze hat übrigens auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Viele Wirtschaftsverbände kritisieren eben diese Ungewissheit. Man hatte sich sehr gewünscht, Klarheit zu haben nach der Wahl, Berechenbarkeit. Und jetzt ist eben eine große Ungewissheit hier, eine Zitterpartie. Und das kommt weder in der Politik, übrigens auch bei den Republikanern, nicht gut an, noch in der Wirtschaft. Der Wahltag selbst ist ja friedlich geblieben nach allem, was man bislang hörte. Halten Sie es für möglich, dass die Stimmung auch umschlagen könnte und es Auseinandersetzungen auf den Straßen gibt? Ja, möglich ist in diesem Land alles. Manchmal hat man ja das Gefühl, man lebt hier wie auf einem Pulverfass und nur ein kleiner Funke würde ausreichen, um das alles zur Explosion zu bringen. Und wir haben ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder auch Zwischenfälle gesehen, die dann größere Ausschreitungen oder gar Unruhen ausgelöst haben. Und im Vorfeld der Wahl haben ja einige Milizengruppen auch gesagt, dass sie notfalls dem Präsidenten zur Seite springen würden, wenn sie das Gefühl hätten, dass es bei der Auszählung der Stimmen nicht mit rechten Dingen zuginge. Bis jetzt ist es ja noch nicht so weit, dass es da schon ein Ergebnis gibt, was Trumps Anhängern missfallen könnte. Aber möglich ist auf jeden Fall, dass es noch zur Ausschreitung zwischen den beiden verfeindeten Gruppen gibt. Danke, Jan-Philipp Burkhardt in Wilmington im Bundesstaat Delaware.